Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem verpeilten Thorsten. Eigentlich, ja, ich habe es mal wieder ein bisschen verpeilt, deswegen muss ich heute mal wieder alle Events spielen oder ich muss sie sowieso öfter mal spielen, aber heute passt das, glaube ich, ganz gut. In 3 Tage, 10 Stunden läuft dieses Event. Ich weiß zwar jetzt nicht, was daran spooky sein soll, so wie das ja im Thumbnail da aussah, beziehungsweise ihr habt ja auch alle so ein Bild bekommen. Oh, es gruselt uns und huhuhu, finde ich jetzt gar nicht so, sind ja normale Truppen hier. Also nichts Wildes, aber wir haben noch den Haunted hier, den Geist, also den Königsgeist und auch 3 Tage, 10 Stunden. Das ganze Ding hier, das passt. Das ist, Leute, das ist nicht getimed, das ist ein Zufall, dass das jetzt passt. Ich habe gedacht, der läuft in 3 Tagen schon aus, wegen der Liga. Aber 3 Tage, 11 Stunden fängt die Liga ja an. Und ja, die nutzen wir heute einfach mal. Also das ist nur ein Truppenvorschlag, so wie ich es mache. Ich weiß auch noch gar nicht, ob es funktioniert. Und ihr könnt das natürlich nach oben hochbrechen. Das heißt also, für Rathaus 8 ist dieses Event nicht mehr ganz spielbar. Also nicht mehr in ganzen Teilen, denn der Rathaus 8 kann keine Babydrachen bauen und er kann keine Elektrodrachen bauen. Das kann ich als 9er aber auch nicht. Aber der 8er kann sich natürlich welche spenden lassen. Da müssen es dann wahrscheinlich 2 Stück sein, weil ja nur 25 Truppen in die Clanburg gehen. Aber er kann selber 2 Drachen machen. Also ist immer ein bisschen schade, dass nicht alle Rathausstufen, auch die niedrigen, diese Events teilweise dann nicht spielen können. Ich meine, mit dem 5er kann ich oder sogar mit dem 4er, glaube ich, kann ich das Babydrachen-Event, glaube ich, spielen. Da ich da wahrscheinlich nur einen brauche, das kann ich nicht ganz genau sagen. Da müsste ich jetzt meinen Rathaus 4-Account irgendwie aus dem Dauertiefschlaf holen. Aber wir gucken mal rein, wie wir das überhaupt machen können hier. Und, oh, das geht gar nicht. Oh, das geht. Den nehmen wir gleich mal mit. Egal, ist ein 8er, nehmen wir gleich mal mit. Das ist ja nicht meine Schuld, dass ich ihn finde. Aber ich habe auch wirklich eine komische Truppe am Start. Also ich habe jetzt die 6 Königskollegen hier. Und jetzt muss ich mal schauen, wie wir hier so... Ich weiß gar nicht, ob ich hier mit dieser Truppe überhaupt funneln muss. Ob man das wirklich muss. Das kann ich euch noch gar nicht genau sagen. Ich nehme mir jetzt mal so ein paar Babydrachen mit hinzu. Und ich habe noch meine Helden. Ich habe noch mehr Babydrachen und ich habe noch 2 Drachen. Nicht 2, sondern 4 Drachen am Start. Also ich habe jetzt gerade mal so das Notwendigste hier genommen. Und dann verfeuere ich das auch mal, denn ich muss ja irgendwie jetzt an die Luftabwehr kommen. Die sind ja schon ganz schön weit weg, ne? Eieiei, die sind aber auch schon ganz schön weit weg. Dann müssen wir jetzt hier mal unsere Mauerbrecher reinbringen mit der Queen. Mal sehen, ob die ein bisschen weiter vielleicht gehen. Ah, schade, die gehen nicht weiter. Das ist natürlich ein bisschen dusselig. Was habe ich? Achso, ich habe ja einen Elektro-Drachen hier drin. Ich habe ja einen Elektro-Drachen hier drin. Oh, da geht aber schon ein bisschen was an. Ah, eine Luftabwehr geht schon mal weg. Dann würde ich sagen, nehmen wir hier unsere 1, 2, 3 Drachen. Wir nehmen hier den Elektro-Drachen mit rein. Und ein paar Lakis dahinter. Ich denke mal, dass wir... Ja, okay. Das müsste eigentlich gelingen, auch wenn das jetzt nur ein Rathaus 8 ist. Aber die Luftabwehr hier, die muss in jedem Fall weg. Sonst habe ich ein Problem, selbst beim 8er. Aber ich glaube, das geht ganz gut hier auch mit den vielen Zaubern. Hier können wir nochmal einen Lakaien setzen. Ein Bogi hier irgendwo. Aber hier ist nichts. Okay. Dann kann ich den hier auch Harakiri machen lassen. Die beiden Zauber brauchte ich jetzt gerade nicht. Ich habe jetzt gleich eine ganz andere Armee. Nicht hingucken. Ruhig nachmachen. Ich meine, der hatte ganz nette Ressourcen. Die kann man natürlich super als 9er holen. Und Bonus haben wir auch noch mit reingeholt. Jetzt habe ich natürlich wahrscheinlich 2 Blitz, 2 Wut. Okay, können wir ruhig so mitnehmen. Das ist nicht so schlimm. Dann trainieren wir das hier mal nach. 2 Blitz haben wir jetzt gleich auch mal fertig. Mal sehen, wie das so ist. Und ich bin mal aber gespannt, ob wir dann auch das Ganze in einem 9er machen können. Ich requeste eben nochmal einen E-Drachen. Ich glaube, ich habe den Avatar online, der mir ein bisschen was spenden könnte. Haben sowieso einen ganz kurzen Mini-Cut. Ah ja, das kann er machen. Moment eben, Leute. Eben einmal eine Self-Spende machen brauche ich gar nicht. Danke dir, Stranski. Vielen lieben Dank. Und ja, dann mache ich nur einen ganz Mini-Cut, dass ich meine Helden hier erholen und dann gucken wir mal, was wir mit dieser Event-Armee noch so alles anstellen können. Okay, ich habe mal wieder ein bisschen rumgespielt. Ihr wisst ja, ich bin so einer, der ist nie mit sich eigentlich zufrieden und seiner gierigen Technik hier. Aber egal. Okay, wir checken mal. Oh, drei. Ich will ein bisschen Dunkles machen. Ich werde euch auch gleich sagen oder zeigen, warum. Klar will man immer Dunkles machen, wenn man noch ein paar Helden zu leveln hat. Aber ich will mal eben schauen. Die müssen auch mal leicht für mich erreichbar sein.
Wäre natürlich immer schicker, wenn wir auch das. Ich wollte jetzt gerade noch was ausmachen, aber jetzt kriege ich schon wieder so eine geile Bass-Scheiße. Okay, den nehmen wir mal mit. Ich gucke mal. Ja, machen wir mal. Das machen wir mal. Den nehmen wir mal mit hier. Und funneln erstmal wieder mit unseren, ich hätte fast gesagt, billigen Geistern. Ja, die sind wirklich sehr, sehr billig, die Geister hier. Aber die Geister begeistern, so will ich es mal sagen, denn die sind ja nicht jetzt gerade so schlecht. So, da kommen wir. Oh, shit. Heieiei, der hat da was in der Clanburg, was ich gar nicht so mag. Muss ich mal so sagen, nehme ich selber ein Elektro an, der hält hier. Beziehungsweise der Kollege hier, dann machen wir das jetzt mal etwas anders. Ich gucke mal, ich müsste ja eigentlich da die Mauer aufkriegen, oder? Kriegen wir hier die Mauer auf. Zack, da kriegen wir die Mauer auf, das ist schon mal gut. Und da vorne auch nochmal. Alter Falter, die sind gut durchgegangen. Okay, der ist mal richtig gut durchgegangen. Einmal ihn hier rein, zwei Drachen davon. Und wir nehmen hier die vier Babydrachen, einen Drachen hiervon. Und blitzen ihm jetzt hier irgendwas weg. Ich würde fast sagen, wir blitzen den Feger. Toto blitzt den Feger. Toto blitzt den Feger. Ich glaube, das ist das Sinnvollste an der Stelle. Und... denn ich möchte ja eigentlich nur bis zum schwarzen Pott kommen. Beziehungsweise. Beziehungsweise das Dunkle kriegen. Aber so, Toto, wird das nichts. So wird das mal gar nichts. Ah, okay. Die gehen da drauf. Die gehen da drauf. Gewonnen haben wir auch schon. Und. Das haben wir alles klar. Na, jetzt haben wir nicht so wirklich viel geholt. Aber immerhin 60% und ein paar Sternchen. Ist nur ein Tropenvorschlag, Leute. Kann man so machen, muss man aber nicht. Vielleicht könnt ihr mir etwas effektivere Truppen bzw. Sachen nennen, wie man dieses Event hier spielt, denn ich spiele das ja nicht mit euch durch. Aber das ist jetzt, ist alles nicht so schlimm. Das ist alles nicht so schlimm, denn ich trainiere das mal nach. Muss mal eben schauen. Ja, hat auf jeden Fall gezählt und hier unten hat es auch gezählt. Wunderbar. Nicht das, weißt du, ist ja oftmals so. Du machst was und stellst fest, ach Mist, ich hatte hier einen Drachen zu wenig oder sowas. Kennt man ja. Also das ist zumindest bei mir der Klassiker. Und ich habe zwar hier die dunkle Rune aus den letzten Clan-Spielen genommen, aber ich habe jetzt erstmal gedacht, ich will jetzt nicht den Topf voll machen. Das wären jetzt nur knapp 123.000 oder 123.000. Das ist mir ein bisschen viel, wenig. Deswegen habe ich gedacht, ich fahre mir jetzt erstmal für die Queen, habe dann Heldenbuch und nehme dann erst die Rune und mache dann den Helden nochmal. Dann lasse ich ihn halt liegen, weil ich kein Heldenbuch habe. Oder ich habe eins hier. Ah ne, hier haben wir aber das Teil. Okay, nehmen wir auch mit. Und deswegen ist das da an der Stelle ein bisschen schwierig. Ich habe erst gedacht, komm, prügelst du dir den hoch hier. Dann kannst du mit dem CK mitmachen. Aber na, ist egal. Ist egal. Das Ding haben wir jetzt auch schon. Okay. Und ein bisschen Pass haben wir auch gespielt. Jo, Event passt so. Also, ach, hier habe ich auch nicht mehr viel Punkte. Ah, ich bin bald durch. Glücklicherweise auch hier 3 Tage, 10 Stunden läuft das Ganze noch. Irgendwie ist heute der 3 Tage, 10 Stunden Tag, oder? Kurzer Cut, dann machen wir noch einen Angriff. Bevor wir aber die nächste Attacke machen, ist mir gerade etwas aufgefallen. Und zwar haben wir hier noch die hellen Clouds gehabt, also die hellen Wolken. Ich hatte gedacht, ich hätte das eigentlich bei allen Accounts abgeschaltet, dem war wohl nicht so. Boah, erster Klick hier. Erster Klick hier, das feiere ich. Immer so einen schönen One-Klick, aber Base ist auch hart. Der Golem von Hottest Clan, vom Hottest Clan. Muss jetzt leider dran glauben, er war halt ein oder zwei Tage nicht mehr bei sich in der Base. Erstmal die Prozente hier außen wegholen und 1, 2, 3, wir kommen bei der Queen entgegen. Denn die ist immer ein bisschen böse gegenüber unseren Drachen gesinnt. So, einmal da, einmal dort. Da kann ich jetzt noch nichts mit dem Babydrachen machen. Der macht ja in jedem Fall dort nicht mit dem Babydrachen. Die Luftabwehr macht in jedem Fall meine Lufttruppen leider kaputt. Okay, da hat es dann den jetzt leider zeitlich gesegnet. Aber ich könnte, wenn ich die jetzt genau da platziere. Ah, okay, da geht er erstmal dahin. Okay, ist nicht so schlimm. Dann nehmen wir, ich muss mal gerade gucken, wo wir jetzt am günstigsten den Sprung nehmen. Beziehungsweise die Mauerbrecher. Ich glaube, wir nehmen mal den King hier hinten. Queen dahinter. Und nehmen hier ein paar Mauerbrecher mit rein. Wunderbar, das hat schon mal funktioniert.
Und auch hier versuche ich natürlich wieder so ein bisschen da hinten Luftabwehr wegzumachen. Das ist mir hier vorne ja jetzt nicht so gelungen. Vielleicht sollte man doch noch ein paar Loons mitnehmen, weiß ich nicht. Vielleicht doch noch mal ein paar Loons. Ich gehe hier jetzt drauf mit meiner Meute. In der Hoffnung, dass die hier die Luftabwehr wegmachen. Das machen sie an der Stelle schon mal ganz gut. Und jetzt gucken wir mal, wo der eigentlich noch das Dunkle hat. Ah, okay, der hat das Dunkle natürlich ganz, ganz heftig hier in den Pötten. Dann nehmen wir noch ein bisschen Gold und Elex, glaube ich, mit an den Rändern. Ich glaube, das ist sinnvoller. Und da ist eine Kanönchen. Da ist noch eine Luftabwehr. Das ist nicht so gut für uns. Bauhütte brauchen wir, glaube ich, nicht. Ich glaube, die können wir uns mal sparen. Dann nehmen wir den Babydrachen mal noch hier hinten rein. Wo? Ah, okay, der peilt den Tesla da an. Dadurch, die Babydrachen sind jetzt natürlich nicht so effektiv, dadurch, dass ich die anderen Lufttruppen habe. Das ist aber nicht ganz so schlimm. Die können immerhin mit unterstützen und ziehen auch ein bisschen das Feuer auf sich. Ihr seht das jetzt hier. Ich gehe mal ein bisschen näher für euch rein. Aber ich glaube, den könnten wir hier mit den Elektrodrachen sogar auf 3 bringen. Dann haben wir hier mal ganz netten Lot mitgenommen. Und so lohnt sich dieses Event doppelt. Also ist schon eine coole Truppenkombi. Glaube ich, kann man was mit anfangen. Kann man natürlich ein bisschen modifizieren, aber so kann ich die Events hier relativ zeitnah spielen. Ich versuche das mal mit den anderen Accounts auch. Da wird es immer ein bisschen schwieriger. Also ich kann vor allen Dingen im Rathaus-10er-Bereich, da kann ich ja Drachen gar nicht. Also ich kann damit farmen, ja, aber so richtig gelingt mir da selten was mit. Und nehmen wir den nochmal zu 100% mit. Ja, den nehmen wir nochmal mit. Das müssten die eigentlich packen. Zumindest der Babydrache ist am schnellsten hier. Da sehen wir das mal. Kleines Wettrennen hier der Flugtiere. Also der Elektrodrachen hängt wirklich ganz, ganz hinten dran. Und ja, super gemacht hier. Über 800.000 Loot mit dem netten Bonus aus Kristall 3 ist das absolut in Ordnung. Jetzt haben wir ein paar Pokis gemacht. Aber ich glaube, auch das ist nicht so schlimm. Den Bonus haben wir uns abgeholt. Und ich glaube, es war mein 5. Mal Bonus abholen. Auch noch 2 Mal. Da muss ich mich ein bisschen ranhalten, vor allen Dingen. Da muss ich mich wirklich, wirklich ein bisschen ranhalten, dass ich das Event noch schaffe. Denn alle anderen Sachen hier im Pass, vor allen Dingen Heiler, das müsste mir noch gelingen hier. Ich muss noch ein bisschen was spenden hier. Ich bin ja eigentlich kein schlechter Spender. Helden, ach, als Neuner, eigentlich kann man es fertig haben. Wenn man halt noch nur ein bisschen mehr spielt, bitte nicht hingucken, da wo die Clan-Spiele jetzt gerade sind. Peinliche Punktzahl, würde ich sagen. Das ist Nachtdorf, hier soll ich Sprungzauber nehmen, habe ich jetzt natürlich auch nicht am Start. Magier, ja, das sind alles so Sachen, die nehme ich nicht wirklich immer in Massen mit. Aber ich glaube, das brauche ich auch nicht. Wir holen uns in jedem Fall irgendwann diese Rewards hier ab. Aber ich habe jetzt eben schon mitbekommen, einige meinen hier oder sind der Meinung, wir spielen einen 15er nur. Das machen wir wahrscheinlich auch in der CWL, sodass nur 12er und 11er wahrscheinlich mitkommen. Ich muss mal durchzählen, wie viel wir so haben. Und dann müssen leider die anderen entweder woanders hingehen oder sie gucken hier zu und nehmen die Medaillen mit, wenn dann gewonnen wird. Ich weiß es noch nicht genau. Wäre natürlich schade, aber der Clan Deutschland Ad macht auch dafür auf, beziehungsweise für die CWL wieder. Und ich denke mal, ich kann mir gut vorstellen, dass wir dann einige rüberholen, denn dort spielen wir so ab 10, würde ich sagen, 11, 10, vielleicht noch ein paar 9er dabei. Da möchte ich in jedem Fall ein 30er spielen. Denn da lohnt es sich, auch wenn man unter Umständen verliert, aber man kann seine Medaillen holen und kriegt unter Umständen am Ende dann was ganz Nettes raus. Müssen wir mal gucken. Weiß ich noch nicht, wie wir es da machen. Oi, heute meint der Lootgott gut mit mir und findet auch wieder im 4. Angriff die nächste gute Base hier. Beziehungsweise, so gut ist sie gar nicht. Da hinten matchen wir gleich die Queen um. Dann machen wir, glaube ich, hier die Flanke mal so ein bisschen frei. Und befreien hier schon mal den Kollegen. Wer ist das? Forta Tatika. So ein bisschen von seinem gesammelten Loot hier. Beziehungsweise das, was in den Minen und Sammlern steckt. Und da schaffen die das da? Die schaffen das da nicht ganz. Oh, okay. Da habe ich jetzt ein kleines Problem. Aber dafür haben die schon mal die Queen geschafft. Das ist auch nicht schlecht. Dann kann ich doch noch an einer anderen Ecke reingehen. Der King stört mich da ja nicht wirklich. Dann können wir hier mit unseren Riesen vorangehen. Komm. Mauerbrecher. Geht da durch. Jups, da sind sie schon mal durch. Und die müssen eigentlich die Luftabwehr da packen. Dann nehmen wir mal die Luftabwehr hier mit den Blitzzauber. Jo, da ist sie weg. Ah, schade, der Feger. Den Feger hätte es auch noch fast erwischt. Sehr, sehr ärgerlich.
Und die Queen müsste jetzt aber erstmal die Luftabwehr da packen. Das wäre ganz nett. Und dann können wir, glaube ich, über die Flanke reingehen hier. Wir nehmen einmal so ein bisschen unsere Minions dazu. Oh, gerade so gepackt da. Und einmal den hier und unseren dicken Drachen. Und das Ganze schicken wir hier in Wut durch. Zwei Wutzauber habe ich dabei. Das ist eigentlich ganz in Ordnung. Die müssen sich jetzt nur Richtung Luftabwehr bewegen. Das wäre ganz gut. Ich habe das, was ich natürlich auch nie mache, hätte ich jetzt auch eben machen können. Obwohl brauchte ich gar nicht den Gift nehmen. Ich nehme echt selten Giftzauber. Auch wenn ich ihn immer dabei habe. Ich habe immer zwei dabei. Und warum nimmt man die nicht? Nein, ich habe sogar drei dabei. Mensch, ich habe ja sogar drei dabei. So ein Glück. Wunderbar. Also wird die Folge ein bisschen länger. Aber ich hoffe, das stört euch jetzt nicht ganz so dolle. Das muss ich gleich mal tauschen. Wieso habe ich denn jetzt drei Zauber dabei? Ich hatte doch jetzt zwei Wut. Und das sind ja eigentlich schon vier Zauber. Merkwürdig. Ich wundere mich gerade, dass ich jetzt gerade so viel habe. Aber na, schaffen die Drachen die Luftabwehr da noch? Dann wird das auch wieder ein Dreisterner. Komm. Da war noch eine Falle. Oh, der Babydrache hat gerade noch die eine Luftmine aufgesaugt. Das ist natürlich nicht schlecht. Und auch hier wieder, na, sieht ganz gut aus. Passt so. Kann man so machen, glaube ich. Und meine beiden Bogies überleben da sogar bis zum Schluss. Okay, die waren aber auch nur Clean-Up und haben die paar Kasernen gemacht. Also auch hier wieder drei Sterne, perfekter Sieg. Und wieder so ein bisschen nettes Dunkles. Das brauche ich auch und wir machen die, glaube ich, ruhig nochmal nach. Ich denke mal, so kann man die Truppe ganz gut nehmen. Also das ist nur ein Truppenvorschlag, das müsst ihr nicht so machen, aber ihr könnt es so machen. Spielt das so casual, wie ich immer sage, wie ich. Und dann schafft ihr natürlich diese Events ganz, ganz easy peasy. Aber ihr könnt mir gerne unten mal reinschreiben in die Kommentare, also in die sinnvollen Kommentare, welche Truppe ihr nutzt und wie ihr das macht. Macht ihr viele Angriffe nacheinander? Das heißt also, ich mache erstmal nur Drachen und irgendwas, mache danach Babydrachen und irgendwas und dann nehme ich den Elektrodrachen einfach immer so mit. Oder macht ihr das jetzt so wie ich hier, so im Kombi? Ich glaube, das ist ganz, ganz sinnvoll. Ich meine, vier Angriffe habe ich jetzt gemacht, viermal gewonnen. Das ist vollkommen in Ordnung und ich habe gesehen, dass wir im Clankrieg sind. Grüße gehen schon mal raus an den Clan Jägermeister. Denn wir haben mal einen deutschen Clan gematcht, was natürlich nicht schlecht ist. Und die spielen Master League 3 schon. Eieieiei. So viele Siege, da können wir uns, glaube ich, warm anziehen, würde ich mal so sagen. Ich sehe jetzt gerade, dass ich... Guck mal hier, bei uns kann man das gut lesen. Der Community Clan Toto Clash Eintritt nur bla bla bla. Da ist das immer noch so klein. Woran liegt das wohl? Kann man fast nicht lesen. Loyalität, Zusammenhalt und Respekt seit 2014. Standardanfragen unerwünscht. Spaß steht im Vordergrund. Das steht ja bei uns auch. Ich hoffe, wir haben auch Spaß. Viel Glück auf jeden Fall den Jägermeistern an der Stelle. Und ich glaube, die Rathausaufteilung ist auch fast identisch hier. Wir haben bis 8.12. Das ist hier auch so. Und hier haben wir unten 13er. Das ist bei uns ein bisschen anders. Da haben wir leider den Alf vom Melmak, vom Planeten Melmak. Und der muss dann halt gegen einen 10er kämpfen. Hat er vielleicht mal gucken. Gegen Leonie. Ob man sich da Chancen versprechen kann? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, da wird er... Ah, nee, der ist Rathaus 9, entschuldigt. Der Alf ist Rathaus 9, aber ich glaube, da kann er nicht ganz so viel reißen. Da kann er was auch immer machen. Er wird uns in jedem Fall helfen, denn wir setzen hier jeden sinnvoll ein. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ist aber wieder ein bisschen Farm, ein bisschen CK, beziehungsweise einfach nur so ein Vorschlag. Ich hoffe, ihr habt euch die Clanspielbelohnung abgeholt. Vergesst es auf jeden Fall nicht. Stand auch im Anfangsstream drin. Bei mir, wenn dann auch auf Englisch. Und in ein paar Tagen ist der Pass vorbei. Auch da haltet euch ran, so wie ich es da gerade tue. Und spielt den Pass hier zu Ende. Ich bin ja jetzt schon bei 2140. Oh, der Balken rast hier. Ich habe hier länger nicht reingeklickt. Das sieht man. Ich habe hier länger nicht reingeklickt und ein paar Punkte muss ich noch holen. Dann habe ich das Heldenbuch hier auch. Also können wir dann vielleicht auch mit unserer dunklen Rune zwei Heldenlevel machen. Mal sehen. Wenn euch das Video trotzdem gefallen hat, lasst mir am Ende einen Daumen nach oben da. Abonnieren nicht vergessen, Glocke stellen, damit ihr kein Video mehr von mir verpasst. Und bis dahin, euer Toto. Vielleicht.